Einen schönen guten Tag. Schauen wir uns in diesem Video an, wie Sie Ihren Twitter-Account im Statusmelder online aktivieren können. Das heißt, Sie gehen hier ganz einfach nach dem Login auf den Reiter Meine Accounts. Dort tauchen dann die bei Ihnen freigeschalteten Plattformen auf und hier klicken wir dann einfach bei Twitter auf den Button Aktivieren. In dem Moment werden wir weitergeleitet zur API zu Twitter und hier geben Sie dann direkt Ihre Login-Daten für Twitter mit ein. Wenn Sie hier Ihre korrekten Login-Daten zu Twitter eingegeben haben, dann klicken Sie darunter auf den blauen Button Anmelden. In diesem Moment registriert Twitter Ihre Anmeldung und gibt die Daten weiter an den Statusmelder. Sie wechseln dann automatisch wieder zurück zum Statusmelder Meine Accounts und sehen dann hier, dass Twitter aktiv ist und der Name Ihres Twitter-Accounts. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, Ihre Verbindung zu Twitter auch gleich zu testen. Das heißt, dahinter gibt es den Button Login testen. Wenn Sie diesen anklicken, dann sendet der Statusmelder einen kleinen Post, wünsche einen erfolgreichen Tag, so wie es hier oben nochmal aufgeschrieben ist, an diesen Account und Sie können sich dann kurz bei Twitter anschauen, dass diese Meldung auch korrekt übertragen würde. Ist die Meldung dann da, dann können Sie sicher sein, dass Ihr Twitter-Account korrekt mit dem Statusmelder online verbunden ist. Jetzt können Sie schon beginnen, die ersten Meldungen für Twitter hier im Statusmelder online anzulegen. Wie Sie das machen, sehen Sie dann in weiteren Tutorials. Alles Gute und viel Erfolg vom Gerald Fockenberg.